jetzt mal wieder ein Video zum Thema, ich habe eine alte historische Uhr, wie ihr seht, mit einem Pendel. Und die Frage ist, wie stelle ich sie eigentlich genau ein, sodass sie einigermaßen gut und ganggenau läuft und nicht 5 Minuten am Tag vor- oder nachgeht. Ihr seht ja hier das Pendel und das macht die ganze Zeit ja Tick-Tack. Und die erste Frage ist eigentlich, wo kommt eigentlich dieses Tick-Tack her? Ich habe hier unten mal so ein Bild eingeblendet. Und hier dieses Zahnrad, das gibt es in jeder Uhr, also im mechanischen Uhr. Da gibt es einen kleinen Hebel, dieser hier. Und an diesem Hebel ist letztendlich das Pendel angeschlossen. Jetzt hört sie auf zu ticken. Es liegt einfach daran, dass mein Uhrwerk hier, also der ganze Kasten im Moment nicht gerade steht. Und wenn eine Uhr, eine Pendeluhr, nicht hundertprozentig in der Waage steht, dann hört irgendwann das Pendel halt auf. Also, kommen wir nochmal zurück. Also der Pendel schwingt nach links und nach rechts. Dieser kleine Hebel hier, der wippt dann. Und entweder hakt er dann hier vorne ein, das ist mein Tick. Und wenn er hinten einhakt, dann ist es das Tack. Tick, Tack, Tick, Tack. So, das ganze Ding nennt man Hemmnis. Und dann ist es halt so, dass dieses Pendel, was jetzt hier ausschlägt, bei einer normalen Penduhr ja 2 Schläge hat. Einmal das Tick und dann das Tack auf dieser Seite. Und in Summe gibt es dann 1 Sekunde. So ist halt eine Pendeluhr. Wenn ihr eine mechanische Armbanduhr habt, da ist dieses Ticken, wenn man ja hört, bei einer mechanischen Uhr gibt es dieses Ticken auch. Das tickt aber in einer viel, viel höheren Frequenz. Und jetzt ist die Frage, wie stelle ich das Pendel ein, dass meine Uhr einigermaßen genau geht? Bei jeder Pendeluhr ist es halt so, dass an diesem Pendel am Ende unten ein Zahn, also so eine kleine Mutter oder sonst irgendwas dran ist, man kann dieses Pendel hier in der Höhe verschieben. Je näher der Mittelpunkt des Pendels an dieser Wippe ist, umso schneller schlägt das Pendel, weil der Weg ist natürlich kürzer geworden. Und deswegen wird die Frequenz oder auch Amplitude genannt, halt schneller. Je weiter man es wegmacht, also nach unten das Pendel, wird die Uhr langsamer. Die Frequenz wird niedriger, also Tick, Tack, Tick, Tack. Weiter oben, Tick, Tack, Tick, Tack, Tick, Tack. So, also damit wissen wir, meine Uhr geht beispielsweise zu schnell, muss ich mein Pendel nach unten stellen. Also sie muss langsamer werden. Umgekehrt, meine Uhr geht die ganze Zeit nach, ich muss sie jedes Mal wieder nachstellen. Muss ich es genau umgekehrt machen, ich muss sie ein bisschen schneller machen, das Pendel nach oben schieben. Das ist eigentlich schon mal alles. Das kann man jetzt machen, jetzt hat die aber keinen Sekundenzeiger. Das heißt, ich muss jetzt immer minutenlang warten, um dann einigermaßen das hinzukriegen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, wie man es machen kann. Und zwar gibt es mittlerweile für Android oder für Apple gibt es Apps, die einem dabei helfen. Ich zeige euch jetzt mal eine. Oh. Und zwar ist das, nennt die sich Watch Tuner. Das blende ich nachher noch mal genauer ein. Und beim Watch Tuner ist es halt so, man muss einmal die Beats per Hours einstellen. Also wie häufig schlägt das Pendel von links nach rechts. Also wie viele Ticks, Tacks kommen. Das hatten wir ja gerade eben gesagt. Dieses Pendel macht ja in einer Sekunde Tick, Tack. So, eine Stunde hat 3600 Sekunden. Also muss ich jetzt
also weiß ich, dass insgesamt ich 7200 Tic-Tacs habe. Das muss ich in dieser App einmal einstellen. Ich habe hier unten ein sogenanntes Measured BPH, 7200. Um das einstellen zu können, kann man in dieser App hier den sogenannten Lift Angle einstellen, mit Plus und Minus. Standardmäßig steht er auf 52 Degrees. Fragt mich jetzt nicht genau, wie der funktioniert, der Lift Angle, ich bin auch kein Uhrmacher. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Fakt ist aber, wenn man den Degrees größer macht, ändert sich hier unten auch die Measured. So, und die erste Aufgabe ist, bei dieser App kann ich es halt einstellen, dass ich jetzt halt, wenn das Ding dann tickt, hier unten 7200 stehen habe. Und dann lässt man die App einfach mal laufen. Die muss man tatsächlich 10, 15 Minuten laufen lassen. Wir geben mal Gas. Ich drücke mal hier auf Start und dann wollen wir mal gucken, ob sich hier schon was einstellt. Da sieht man jetzt 7200. Jetzt seht ihr auch, die Zahl hier wird rot. Das ganze Ding funktioniert mit dem Mikrofon. Wenn ihr so eine Messung macht, muss es still in dem Raum sein. Und jetzt rede ich ja hier und deswegen funktionieren jetzt diese Messungen hier nicht. Ihr seht also, sie glaubt jetzt, wir haben schon 250 Tic-Tacs gemacht. Natürlich Unsinn. Wenn wir jetzt aber mal still sind, jetzt seht ihr, dass hier schon die aufgenommenen Ticks und Tacks recht ziemlich genau sind, wenn man das so ein bisschen beobachtet. Jetzt lässt man diese ganze Uhr laufen, eine ganze Zeit lang, so Empfehlung, mindestens 10, 15, halbe Stunde. Lässt es einfach laufen. Und dann bekomme ich nachher, und das blende ich nachher noch mal im Bild ein, bekomme ich hier bei Rate einen Wert. Und zwar ist das die Abweichung, die hier angezeigt wird, die Abweichung in Sekunden auf einen Tag berechnet. Ist die Zahl positiv, geht meine Uhr zu schnell. Ist die Zahl negativ, ist meine Uhr zu langsam. So, und die Aufgabe ist jetzt einfach nur folgendes. Ich jetzt eine Einstellung habe. Je nachdem, was dann da für eine Zahl rauskommt, ändere ich mein Pendel nach oben oder nach unten, je nachdem, und lasse die Uhr dann wieder laufen und messe wieder. Es muss halt Ruhe im Raum sein. Am besten lässt man sie laufen, stellt sich selber einen Wecker auf 15 Minuten, geht wieder hoch oder geht wieder in seinen Raum rein, guckt nach, was ist denn da rausgekommen. Schöne bei der App ist, ich habe hier einen Save-Button, damit kann ich mir das halt immer einstellen. Und ich zeige euch das jetzt mal bei der hier. Ach nee, kann ich hier nicht zeigen, weil da, wo ich es abgespeichert habe, ist auf dem Handy. Das hier ist ja auf dem iPad. Kann ich nicht zeigen. Also egal, in der History könnt ihr euch das anzeigen und dann seht ihr halt auch, wenn ihr euch verschiedene Einstellungen halt speichern wollt, wie die waren halt. Ja. Das war's dann eigentlich. So lässt sich das einstellen und funktioniert super. Gut, das ist im Prinzip ja alles. Wie gesagt, ich bin jetzt selber für mich ein bisschen verwundert, warum sie immer stehen bleibt, die Uhr. Aber es liegt einfach daran, dass sie nicht gerade stellt. Die ist jetzt tagelang hier durchgelaufen und jetzt fürs Video glaubt sie, sie muss einfach stehen bleiben. Ist halt einfach so. Übrigens ist das die Uhr, wo ich euch auch gezeigt habe, wie man den... habe ich euch da eigentlich gezeigt. Also nicht, ich habe euch das Gangwerk gezeigt und das Schlagwerk gezeigt und habe euch gezeigt, ach ja, genau, wie man die Stundenzahl einstellen kann, also die Anzahl der Gongs einstellen kann bei einer bestimmten Uhr. Übrigens ist das dieser kleine Faden, den habe ich jetzt an diesen Hebel rangemacht und wenn ich jetzt den ziehe, dann macht sie dann halt auch den normalen Gong. Den wollen wir uns jetzt mal anhören. Hoffentlich. Schön, oder? Habe ich jetzt richtig gezählt? Waren das nur 6?
Halbe Stunde. Tatsächlich fehlt einer. Jetzt klappt's. Okay, alles klar. Also viel Spaß beim Uhren reparieren. Macht's gut. Ciao. So, ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Mit der App. Hier unten, wie gesagt, die Einstellung, wo ihr bei einer normalen alten historischen Schlaguhr 7200 stehen haben müsst. Die Number of Samples sind dann tatsächlich die Tic-Tacs, die aufgenommen werden. Und hier, wenn halt genug Messungen vorliegen, bekommt ihr halt angezeigt, wie die Qualität ist. Und für euch der erstmal wichtige ist hier bei Rate, der Wert da steht, gibt euch nachher an, wie genau eure Uhr läuft. Hier ist dieser Lift Angle, den ich ja im Video auch erwähnt habe. Da könnt ihr mit diesem Plus und mit dem Minus, könnt ihr das dann halt hier runterstellen oder halt auch raufstellen. Die Measurement Time ist eigentlich eine Angabe, wie viele Measurements aufgenommen werden sollen. Also bei 7200 dauert das natürlich irre lange. Deswegen schaltet das hier ruhig auf Short oder Medium. Ihr könnt es ja auch mittendrin abbrechen. Also eine Viertelstunde solltet ihr das mindestens laufen lassen. Dann kriegt ihr hier auch einigermaßen eine gute Qualität angezeigt. So, Sensitivity ist für das Mikrofon, wie gut es aufnehmen soll. Das lasst einfach so stehen, wie es ist. Dann, wie gesagt, hier ist der Startbutton. Dann fängt das Ding an zu laufen und dann sollte Ruhe im Raum sein, weil je mehr Fehlmessungen ihr habt, umso ungenauer wird das Ganze. Und dann ist hier dieser History-Button. Ich zeige euch jetzt mal. Klicken wir mal auf. Und da seht ihr beispielsweise, das ist ja die Uhr, die ihr auch im Video seht. Im ersten Schritt hatte ich hier eine Rate von 18 Sekunden am Tag. Also es war schon mittlerweile die zweite oder dritte Justage, die ich gemacht habe, da war ich schon bei 18 Sekunden am Tag runter. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann habe ich mir aber noch mal ein bisschen Mühe gegeben. Und dann zum Schluss lag sie bei 4,8 Sekunden, wo sie vorging am Tag. Das finde ich ein Top-Wert für so eine alte Uhr. Gut, das wollte ich euch mal zeigen. Ist eigentlich eine ganz nette App. Kostet allerdings, schlagt mich nicht, ich glaube 3,99. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alles klar, macht's gut. Ciao.